So, hallo zu On The Grid, erste Folge im neuen Jahr. Wir haben ja beim letzten Mal schon das Thema angesprochen, um was geht es? Ja, Obdachlosigkeit in Graz und wie ich schon mehrmals angesprochen habe, Obdachlosigkeit ist eben eine Tragödie, die vermieden werden sollte und wenn sie auffällt, sollte sich auch die Politik darum kümmern. Hier am Ortweinplatz gibt es seit 2 Monaten ein Problem. Ein Obdachloser ist meinem Kollegen hier mehrmals ins Auge gefallen. Wir haben uns auch bemüht, hier diesbezüglich die Politik zu informieren, haben auch die Bezirksvorsteher informiert über die Sache. Ja, was war die Antwort? Dem einen hat es nicht interessiert und der andere hat uns angeboten, ja, kein Problem, ich rufe die Polizei, wenn ich ihn sehe. Naja. Gut, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde es miserabel. Wir haben dann kurz vor Weihnachten mit Stadtrat Kurt Hohnsinner jemanden gefunden, der uns auch Gehör geschenkt hat. Dachten eigentlich, dass die Sache erledigt wäre, deswegen haben wir auch die Tombola abgesagt. Aber ja, was war? Die Sache ist nicht erledigt, wie man auch hinter mir sieht, es schneit, es hat Minustemperaturen. Derzeit liegt der Schnitt zwischen minus 5 und minus 10 Grad, je nachdem, in Graz und Graz Umgebung. Und man kann sich gut vorstellen, dass das nicht unbedingt lebensfreundliche Temperaturen sind für Personen, die kein Dach über den Kopf haben. Gut, wir haben die Sache gestern wieder aufgenommen. Sind dem nachgegangen, haben nachgehakt und die Frau Vizebürgermeisterin Martina Schröck hat sich hier ausgezeichnet und sofort reagiert. Heute sind wir leider zu spät da, der Obdachlose wurde bereits in eine Notunterkunft verbracht oder begleitet und ja, wir werden weiterhin schauen, was wir tun können. Wir lassen es auf jeden Fall nicht so, dass die Politik sowohl hier wie auch in der Flüchtlingsfrage versagt und das finde ich eher den Skandal. Deswegen bleibt Inside Politics und On The Grid an der Sache dran. Danke für die Aufmerksamkeit.